Hallo meine lieben Gamer und willkommen auf der Gamescom. Es ist noch der Fachbesucherdienstag, deshalb ist hier noch relativ wenig los. Aber wir schauen uns jetzt gleich hier die ganzen Hallen an und ich bin gespannt, was alles hier zu sehen wird. Also, los geht's. Jetzt hier am Stand von Wargaming. Wir sind hier bei World of Tanks. Allerdings interessiert mich das gar nicht, ehrlich gesagt, gar nicht so. Aber an Neuankündigung World of Tanks wird es jetzt einen Battle Royale Modus geben. Ja. Aber wir schauen jetzt mal kurz zu Microsoft. So, Stand von Xbox. Es gibt relativ wenig Neuheiten, ganz ehrlich, keine großen Neuheiten. Es gibt viel kleinere Sachen, Minecraft Dungeons unter anderem, Doom Eternal wird gezeigt, das gibt es aber bei Bethesda auch, also es ist kein Exklusivtitel. Forza, die neue Erweiterung, die kennt man allerdings schon, das ist auch keine echte Neuerung. Age of Empires 2, allerdings scheinbar auf Windows, PCs und nicht auf der Xbox. Und Gears of War 5 vermisse ich. Keine Ahnung, wo es ist. Vielleicht ist es im Keller. Halle 8, Bethesda ist hier mit Doom Eternal. Natürlich, das ist dann wurde das große Spiel von Bethesda für den Herbst. Kann man anspielen. Schöner Stand. Mal schauen, wie die Sahne Stange hier demnächst. Und wir sind in Halle 7 bei Sony. Hinter mir ist Call of Duty Modern Warfare, das man hier anspielen kann. Multiplayer-Modus, 2 gegen 2, gibt es auf jeden Fall zu spielen. Nebendran, Final Fantasy 7 Remake. Auch anspielbar und das hat mich ein bisschen umgehauen, dass es endlich mal spielbar ist. Ich habe es gerade vorhin angespielt, sehr actionreich das Ganze. Überraschend, kein Rundenkampf mehr. Schöne Grafik. Und wenn ich mich wiedersehen mit Cloud und mit Barrett, dann spielt nämlich hier den Anfang vom Spiel. Dann schwenken wir mal hier rum, ganz unauffällig. Hier hinter uns haben wir nämlich den PlayStation VR-Bereich. Mit Iron Man VR. Das schaue ich mir noch an, da bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Aber jetzt schauen wir mal zum fast wichtigsten hier ums Eck. Also los. Und das meinte ich, Death Stranding ist hier zu sehen in einem kleinen Kino hier hinter mir. Dummerweise zwei Szenen, die man schon von gestern kennt vom Trailer aus der Opening Night, das heißt, das haben wir schon gesehen, und eine zusätzliche Szene mit Briefing. Problem, ich habe mir das gerade angeguckt, ich weiß immer noch nicht, worum es wirklich geht in diesem Spiel. Ich hoffe, wir kriegen das irgendwann mal raus. Oder wir müssen es gleich selber spielen, weil Hideo Kojima war gerade auch noch persönlich da. Der meinte eben, man muss es selber spielen, damit man es kapiert, worum es hier geht und was das überhaupt hier ist. Ja, jetzt stehe ich dran. Ist das jetzt genial oder ist es absolut doof? Irgendwo dazwischen, mal schauen. Schauen wir weiter. Jetzt sind wir hier angekommen bei Ubisoft. Hinter mir ist Watch Dogs Legion zu sehen und zwar als Live-Demo-Vorführung. Man kann es leider nicht direkt anspielen, aber immerhin, es wird live vorgeführt. Wir haben nebenan die typische Ubisoft-Bühne, die groß natürlich wieder da vertreten ist. Echt großer Stand wieder von Ubisoft, sehr schön. Und auf der anderen Seite hinter mir Ghost Recon Breakpoint, das neue Ghost Recon ist anspielbar und das kann man sich mal gönnen, wenn man will. Also, weiter geht's. Gleich neben Ubisoft gibt es was Besonderes, nämlich den Stand von CD Projekt Red, die zum ersten Mal hier öffentlich, glaube ich, auf der Gamescom was zeigen. Und zwar, sie zeigen Cyberpunk 2077, das ja so heiß erwartet ist, kommt erst nächstes Jahr raus. Aber hier kann man sich zumindest schon mal ein Bild davon machen. Es wird zumindest gezeigt, es wird live vorgeführt. Man kann es nicht selber spielen, aber es wird live vorgeführt an irgendeinem High-End-Rechner, ich weiß es nicht. Und heute ist der Fachbesuchertag, muss ich dazu sagen. Und ist jetzt hinter mir, die Schlange ist schon ewig lange. Ich bin gespannt, wie es in den nächsten Tagen wird. Ich glaube, die wird länger und länger, diese Schlange. Es geht weiter bei Bandai Namco. Hinter mir ist Man of Medan zu sehen und anspielbar. Das kommt ja schon bald raus. Ich glaube schon August, September, ich weiß es gar nicht. Interaktiver Movie-Thriller. Wir haben Little Nightmares 2, das ist überraschend angekündigt worden. Brandneu, Weltpremiere, ist auch hier.
Und wir schwenken weiter, dann geht's zum neuen Dragon Ball Z Kakarot mit dem wunderbaren Shenlong. Und ein großer Bereich schön davon. Aber mein Favorit ist, wenn wir hier noch ein Stück weiter schwenken, direkt hinter mir, der American Truck Simulator. Ja, fantastisch. Also das beste Spiel der Messe, hätte ich gesagt. Ach, gleich mal fahren. Ich habe mich getäuscht. Das beste Spiel der Messe ist natürlich nicht der American Truck Simulator, sondern der Bus Simulator. Natürlich, Leute. Ich kann hier endlich meinen Bus auf der PS4 durch die Gegend kutschieren und das Ganze kommt ja schon Mitte September raus. Ich bin gespannt. Das Coole ist ja an dem, perfektes Timing. Für diesen Unfall habe ich gerade perfektes Timing bekommen. Absoluter Pluspunkt für die Simulation. Sie weiß, ich kann genau mein Fahrverhalten gut einschätzen. Gefällt mir sehr gut. Jetzt wollte ich eigentlich noch kurz aufstehen. Hier. Okay, gut. Man kann natürlich auch aussteigen und Feierabend machen, wenn man nicht keinen Bock mehr hat. Jetzt sind wir bei EA und da gibt es natürlich das neue Need for Speed Heat zu sehen. Das schauen wir gleich mal an, da bin ich echt gespannt drauf. Need for Speed Heat habe ich gerade angespielt und was soll ich sagen? Also es gibt Licht und Schatten. Es sind ein paar Sachen, die freuen mich richtig gut. Es ist optisch wirklich, wirklich voll mit Effekten. Man kann während den Rennen alles Mögliche zerstören unterwegs. Das Drift funktioniert echt richtig gut. Es gibt unglaubliche Tuning-Möglichkeiten. Ich habe am Anfang ein bisschen ausprobiert, was man alles machen kann. Man kann Frontsplitter ändern, die Felgen, die Größen genau einstellen. Also man kann wirklich viel Tuning machen und viel Anbauteile dran bringen. Das haben sie echt gut gemacht. Und was mir nicht ganz so gut gefällt, ist das erste Bildrate. Hey, also ich weiß nicht, das läuft glaube ich nicht mal in 30 FPS. Eher drunter. Es ist echt teilweise, also es ruckelt regelmäßig, aber es ruckelt. Das zweite ist Gummibandeffekt mal wieder. Man hat es ja gesehen, dass die Gegner wirklich auf einen warten und dann geben sie wieder Gas. Auch nicht so schön. Das dritte ist, da weiß ich noch nicht, es gibt Polizeiverfolgungsjagden. Die sind cool, aber da ist auch wieder so, die Polizei wartet auf euch, versucht zu blocken, klappt nicht, da ist wieder vorbei. Vielleicht wird es noch verbessert, ich weiß nicht, aber Polizei kommt zumindest nur bei Nachtrennen vor. Bei Tagrennen macht ihr eben normale Rennen eben bei Tag. Aber trotzdem, ich freue mich drauf. Außerdem noch Apex Legends und natürlich logischerweise das neue FIFA, neues Jahr, ein neues FIFA. Schauen wir mal rein. Und es geht weiter bei Nintendo. Hinter mir, Luigi's Mansion 3 ist anspielbar. Jetzt kommen wir hier. Wir gehen ein Stückchen weiter. So, Zelda Link's Awakening, das ja quasi Spiel der Messe ist, beziehungsweise Nintendo-Spiel der Messe. Die Neuauflage eben des Game Boy-Klassikers. Und viele weitere sehr, sehr schöne Spiele hier am Nintendo-Stand. Das ist mir immer gewohnt. Auch ähnlicher Aufbau wie in den letzten Jahren. Und natürlich auch alle anderen Games für die Switch. Von Square Enix, die eigentlich einen richtig großen Bereich hier in der Halle 9 haben. Hinter mir Final Fantasy 7 Remake. Kann man spielen. Sehr schön, sollte man auch spielen. Hier schwenkt man rüber. Noch ein Final Fantasy, nämlich Final Fantasy 14. Der Online-Teil. Auch mit, ich weiß nicht. Wettbewerb, keine Ahnung. Erweiterungen, ich habe keinen Schimmer, weil ich kenne das Online-Rollenspiel leider gar nicht. Tut mir leid, Leute. Und weiter haben wir noch was Interessantes. Avengers. Das Spiel gibt es hier zu sehen und auch ein paar Kostüme. Weiter geht's mit Google Stadia. Google hat großen Stand hier auf der Gamescom, überraschend, wo sie in ihr Cloud Gaming-Dienst Stadia vorstellen, der im Herbst startet. Und das Ganze präsentiert sich hier mit einer Rutsche.
die den aktuellen Aktienkurs von Google widerspiegelt. Also es geht spiralförmig nach unten. Und das ist sehr tiefgreifend, ist auch ein bisschen sinnbildlich für die aktuelle Situation der Welt. Es geht alles spiralförmig nach unten. Denken wir mal drüber nach. Und das war's schon wieder hier vom Vlog von der Gamescom. Hoffe, ihr hat es euch gefallen. Ihr könnt gerne ein Abo da lassen und ein Gefällt mir. Und dann sieht man sich gerne hier beim nächsten Video oder beim nächsten Vlog hier auf diesem Kanal. Macht's gut. Bis dann.